So, ja, schön, dass ihr wieder alle da seid. Wir haben ein bisschen überzogen mit der Verlosung. Ich freue mich heute, den Musa Sagram anmoderieren zu dürfen, der uns heute was über Wikihouses erzählen wird. Ich möchte ihn kurz vorstellen, weil der Musa ist nicht nur Wikihouse-Experte, sondern auch echtes Make Munich Member. Wir starten die Make Munich ja immer mit dem Aufruf, macht mit. Wir sind eine Open Source Messe. Wenn ihr euch für Maker-Themen interessiert, kann man sich dort ja einfach mitmachen. Wir machen offenen Aufruf, wer mag mithelfen, und so kann man relativ einfach Team-Member werden. Der Musa hat uns enorm geholfen im Projektmanagement, aber auch bei den Helfern. Aber jetzt obendrauf ist er ein großartiger Maker und Experte für Wikihouses, und wir freuen uns jetzt auf seinen Vortrag. Vielen Dank, Martin. Erstmal vielen lieben Dank, dass ihr alle gekommen seid und für dieses Thema interessiert. Noch ein bisschen mehr zu meiner Person. Also ich bin von Wikihouse Germany. Das ist sozusagen der deutsche Ableger von einer internationalen Gruppe. Dazu aber erzähle ich noch ein bisschen mehr später. Und ich bin seit 2013 auf dieses Thema gekommen und intensiv seit einem Jahr bin ich da dabei und versuche das hier in Deutschland eben weiter voranzubringen. Genau, dann frage ich erstmal in die Runde, wer hat denn schon mal was von Wikihouse gehört? Einfach die Hand hochheben. Okay, sehr gut. Oder auch nicht gut. Aber ich hoffe, nach dem Beitrag versteht ihr mehr, was ich mit Wikihouse Germany meine. Wikihouse Germany, also wirklich ganz kurz gefasst, ist eine internationale Open Source Organisation oder Bewegung, die das Ziel hat, den Haus- und Wohnungsbau zu vereinfachen und zu demokratisieren. Was ich mit vereinfachen und demokratisieren meine, werde ich später nochmal eingehen. Zur Geschichte von Wikihouse, also die eigentliche Gründung oder der Hauptsitz ist in Großbritannien gewesen oder ist immer noch dort, und zwar in London. Und das Projekt wurde gestartet 2011. Die Gründer sind der Architekt Alistair Parvin und Nick Iradiakanui. Ich hoffe mal, dass ich es richtig ausgesprochen habe. Und der Alistair Parvin hat auch einen TED-Talk gehalten, 2012, einen sehr interessanten, kann ich euch empfehlen. Die Links habe ich jetzt hier in der PowerPoint-Präsentation mit dabei, aber die werde ich dann irgendwann veröffentlichen, entweder auf dem YouTube-Kanal oder auf dem Make Munich. Und da könnt ihr die Sachen dann auch nachlesen. Und seit dieser Gründung 2011 gibt es halt verschiedene internationale Ableger. Und es gibt sehr viele, unter anderem, ich habe nur ein paar aufgezählt, das wäre in Neuseeland, in Rio, in Frankreich, Holland, jetzt auch in Deutschland. Und das sind eben nur ein paar von denen. Es gibt ein paar Grundsätze, was Wikihouse eigentlich erreichen möchte. Und zwar, jeder soll die Möglichkeit besitzen, einen Bauplan herunterzuladen, anzupassen und mit anderen zu teilen. Unter anderem soll durch diese Bewegung das Eigenheim bezahlbarer sein, den eigenen Bedürfnissen entsprechen und auch eine hohe Qualität besitzen. Also zum Beispiel Passivhausstandards und Ähnlichem. Der Zusammenbau soll schnell gehen und ohne Baukenntnisse erfolgen, beziehungsweise mit wenig Baukenntnissen erfolgen. Ich habe ja anfangs gesagt, das ist eine Open-Source-Bewegung, und Open-Source kennt ihr wahrscheinlich aus der Softwareentwicklung. Man hat Software, die man runterladen kann, entwickeln kann und dann eben wieder teilen kann. In dem Fall gibt es auch wirklich tatsächlich einen Bauplan eines Hauses, und zwar das Mikrohaus,
Die Links habe ich auch wieder unten reingeschrieben. Im Prinzip, wenn ihr es googelt, findet ihr das auch. Es ist ein sehr kompaktes Haus. Es hat einen Passivstandard, also wenn es ausgebaut ist, und beträgt ungefähr 37,5 Quadratmeter und hat noch ein paar Eckpunkte. Ich habe unter Kosten jetzt 48.000 Euro zum Beispiel geschrieben. Ich habe das umgerechnet von den Pfund, was die damals gebraucht haben. Da erzähle ich auch gleich noch was dazu. Diese 48.000 bedeutet aber voll ausgebaut, also nicht der Rohzustand quasi. Wenn ihr dann auf die Webseite geht von WikiHaus, oder die haben auch einen GitHub-Ableger, dann werdet ihr ein paar verschiedene Dateien sehen, die ihr runterladen könnt. Zum Beispiel gibt es die Möglichkeit, eine Kostenübersicht runterzuladen. Das ist eine Excel-Tabelle, die wirklich sehr genau aufgelistet hat. Für das Fundament habe ich das verwendet, hat das gekostet. Also alles wirklich im Vergleich zu England. Und welche Verkleidung habe ich verwendet? Wie habe ich das weiter ausgebaut? Also man kann das runterladen und wirklich sehr genau nachlesen. Dann haben sie auch eine Bauanleitung gestaltet und hochgeladen. Und die erinnert so ein bisschen an so eine IKEA-Bauanleitung. Also wenn ihr die runterlädt und mal anschaut, dann seht ihr, was ich meine. Ganz interessant. Unter anderem gibt es dann noch CNC-Daten. Das sind DXF-Dateien. Mit denen erzähle ich gleich noch was dazu. Und für die Leute, die SketchUp kennen, wer kennt denn SketchUp von euch? Okay, wunderbar. Gibt es SketchUp-Dateien. Das heißt, ihr könnt das komplette Haus runterladen, euch in SketchUp anschauen. Die Idee dahinter ist eben, Werkzeuge zu holen, die wenig kosten oder schnell verfügbar sind. Und dass man halt viele Leute damit erreicht. Und SketchUp ist halt, die es benutzen, ein sehr einfaches Tool. Da kommt man sehr leicht rein. Und mit diesem Tool kann man eben diese Modelle erweitern oder auch anschauen, anpassen und so weiter. Es gibt dann noch ein paar andere Sachen wie Illustrationen und ähnliches, aber da will ich jetzt auch nicht so näher eingehen. Zu den CNC-Daten. Also so, ich bin jetzt auf der Webseite, habe die Dateien runtergeladen. Wie geht es denn weiter voran? Die Idee dahinter ist, mit diesen Dateien, weil die meisten ja keine CNC-Maschine haben, zur nächsten Schreinerei zu gehen, zur nächsten Makerspace zu gehen oder zur nächsten Werkstatt zu gehen, die diese CNC-Maschine besitzt, und eben in Auftrag zu geben, um diese Formen auszufräsen. Wie das genau funktioniert, kommt gleich in dem nächsten Sheet. Also ich habe die Dateien, ich bin dann bei der Schreinerei und für dieses Ausfräsen, für diese grundlegenden Formen, wird Baufurniersperrholz benutzt. Das ist nicht irgendwie ein Sperrholz mit minderer Qualität, sondern ist wirklich auch für statische Zwecke geeignet. Das sind so diese Standardgrößen. Und mit einer CNC-Fräsmaschine, hier als Beispiel ShopBot, im Prinzip jede Fräsmaschine, die dieses Material bearbeiten kann, werden dann die einzelnen Formen ausgefräst, später dann zusammengebaut, und man sieht im Prinzip links unten, wie das dann entsteht. Man hat das allererste Frame, es wird hochgeklappt, dann kommen Divider, so heißen die Zwischenteile, und es geht dann so lange, bis man sozusagen das Rohbau hat von diesem Haus. Ganz am Schluss kommen dann noch die äußeren und inneren Wände dazu. Okay, bis jetzt viele Illustrationen und viele Schemata. Ich möchte auch zeigen, dass das alles nicht Theorie ist, sondern auch tatsächlich gebaute Gebäude existieren. Ich habe mich jetzt für dieses Gebäude entschieden, weil mir eben dieses moderne, kubische ganz gut gefällt. Das wurde damals in dem London Design Festival 2014 eben aufgebaut im Laufe des Festivals, nach dem Festival wieder abgebaut und wieder abtransportiert. Und
Man kann so ein bisschen die Schritte sehen, habe ich versucht so ein bisschen aufzubauen. Links sieht es ja wie die Fräsmaschine, die Formen ausfräst, wie die Bauarbeiter eben oder die Leute, die daran arbeiten, die Sachen aufbauen. Und da sieht man auch so ein bisschen die äußeren Wände. So, damit es nicht so ganz langweilig wird, habe ich auch ein kleines Video vorbereitet. Und hier in dem Zeitraffer seht ihr zum Beispiel, wie das eben damals aufgebaut wurde. Vielleicht fällt es ein bisschen auf, für den Aufbau werden keine schweren Maschinen verwendet, wie Kräne oder LKWs oder ähnlichem. Und der zweite wichtige Punkt ist, der Aufbau von diesem Haus geht sehr schnell. Also in dem Film, klar, gibt es Cuts, aber das Ganze wird, also das Gebäude wurde zwischen 2 und 3 Tagen aufgebaut und nicht in Wochen, wie man das im traditionellen Baugewerbe so kennt. Jetzt zu den Punkten, was ich am Anfang gesagt habe, zu demokratisieren. Also ich habe im Duden nachgeschaut, was das genau bedeutet. Und das bedeutet, etwas von Privilegierten vorbehalten war, allgemein zugänglich und erreichbar machen. Und diese These, die kennt ihr ja wahrscheinlich schon aus einem ganz bestimmten Richtung. Und zwar so der Open-Source-Gedanke, dass man einfach Sachen wieder zurückholt, die Menschen, die das auch umsetzen, machen möchten, dass die das auch machen können. Multifactory-Network habe ich noch mit aufgenommen. Ist ein bisschen schwierig zu erklären. Im Prinzip ist es so, dass es verschiedene Werkstätten gibt und erst auf dem Baugrund sozusagen das Ganze aufgebaut wird. Also es gibt keine zentrale Produktionsstätte, so wie wir sie jetzt so kennen, sondern man kann das Ganze auch eben verteilt aufbauen und produzieren. In den Links könnt ihr dann natürlich eher sehen, was es genau bedeutet. Der zweite Punkt ist vereinfachen, einfacher machen. Das bedeutet wiederum für mich Verzicht auf spezielles Werkzeug, weil das würde ja dann wieder teuer sein und man bräuchte wieder bestimmte Firmen. Verzicht auf schwere Maschinen und Verzicht auf spezielles Wissen. Damit meine ich, dass man jetzt kein Maurer sein muss, um dieses Haus zu bauen oder spezielle Baukenntnisse braucht, sondern jeder, der nicht 2 linke Daumen hat, könnte sozusagen dieses Haus dann aufbauen. Aber ganz wichtig, jedoch kein Verzicht auf einen Hammer. Und das fand ich auch damals witzig. Die Idee ist, die denken so weit, dass man selbst den Hammer, den man für den Zusammenbau braucht, selbst ausfließen kann. Und den Link habe ich auch darunter geschrieben. Könnt ihr gerne auch mal anschauen dann auf SketchUp. Noch ein paar aktuelle Projekte. Ich habe ja gesagt, dass die international schon weiter sind als wir in Deutschland. Zum Beispiel in England ist es so, dass WikiHouse UK das allererste 2-stöckige dauerhaft bewohnende WikiHouse aufbaut oder aufgebaut hat schon. Der Ausbau ist aber noch nicht komplett fertig. In dem Link könnt ihr dann sehen, das sind sozusagen die Leute, die das Ganze aufbauen und jeden Tag posten, die sozusagen, was sie dann machen, auf was für Schwierigkeiten die gestoßen sind. Und es ist auch wieder eben dieser Open-Source-Charakter. Bei den Niederländern ist es so, die sind aktuell bei einem Projekt, wo sie in Almere ein Neubaugebiet bekommen haben von der Stadt, die sie dann mit Wikihäusern aufbauen und das dann der Stadt dann gehören soll. Also, dass die Stadt dann weiter vermietet. Neuseeland als anderes Beispiel, die sind seit der ersten Stunde schon dabei. Und das Wikihaus ist nicht ein generelles, super tolles, was überall passt, Idee, sondern man soll das Ganze runterladen und für die eigenen Bedürfnisse und Klimaregionen anpassen. In Neuseeland ist es so, dass sie versuchen, die Technologie so weit zu erweitern, um es halt erdbebensicherer zu machen. In Deutschland zum Beispiel gibt es
Idee noch, das ist alles noch ein bisschen in der Planung, im Süden von München im Projekt draußen eventuell Gästehäuser zu bauen. Aber diese Geschichte ist noch in der Planung. Da muss ich schauen, wie die rechtliche Sache aussieht, wie die finanzielle Sache und so weiter aussieht. Zu dem zweistöckigen Haus habe ich auch noch ein kleines Video. Auch wieder ein Zeitraffer. Und ich finde es halt interessant, dass man wirklich minimalste Werkzeuge braucht. Im Prinzip nur seine Freunde, seine Bekannte, seine Nachbarn. Und damit zusammen ein Haus aufbauen kann, das eben nicht irgendwie minderwertig oder ähnliches ist, sondern absolut den neuesten Standards entsprechen kann. Das, was ihr jetzt seht, ist quasi der Rohbau. Aber was die Isolierung angeht, was die Innen- und Außenausbau angeht, da kann man komplett auf die konventionellen Methoden zurückgreifen und wirklich auch so ein Passivhaus bauen, wenn man möchte. Kurz bevor ich jetzt meinen Vortrag beende, möchte ich euch noch was erzählen, was eigentlich die Idee von Wikihaus auf lange Sicht ist. Und zwar, ihr müsst euch vorstellen, wir sind jetzt ganz am Anfang. Wir sind bei dem Shelter, bei dem Rohbau. Aber jeder von euch, also jeder, der ein spezielles Gebiet hat oder Interesse hat, kann sich bei diesem Projekt beteiligen. Zum Beispiel gibt es vielleicht auch das Thematik Heizung, Wasser, Abwasser. Vor allem, was halt vielleicht die Messe hier betrifft, Smart-Home-Lösungen. All diese Sachen kann man sozusagen entwickeln und mit in dieses Projekt einfließen lassen, um es weiter voranzubringen. So, damit bin ich eigentlich auch schon am Ende. Und ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Und wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, dann gerne im Anschluss. Ja, vielen Dank, Musa. Ich gehe jetzt gleich mal ins Publikum. Gibt es denn konkrete Fragen? Oh, da kommt schon gleich die erste. Moment. Ein Balken? Ja, wie macht man denn einen Balken? Ein Balken? Also, in dieser konkreten... Warte mal, geht das hin? Ja. Du siehst, da sind keine Balken. Also, das Prinzip ist im Moment so... Auch wegen der Statik gibt es eine begrenzte Raumbreite. Das heißt, die Tiefe ist unendlich erweiterbar. Ja? Aber keiner will natürlich ein schlauchförmiges Haus haben, ist verständlich. Aber die Raumbreite ist aus statischen Gründen empfohlen zwischen 3,6 und 4,2 Meter. Daher braucht er keinen Balken. Aber die Form, das heißt, also ob es ein Giebeldach ist oder ob es ein Flachdach ist, oder ob es eine andere Art von Dachform ist, bis auf geschwungene Dächer, die kann man eben durch dieses SketchUp anpassen und verändern. Genau. Aber Balken sind da erstmal überhaupt gar nicht geplant. Achso, du meinst diese Zwischenteile? Ja, das sind die Weider. Das ist sozusagen dafür für die Längsstabilität zuständig. Nee, ich meine jetzt auch, das Dach wird ja auch aus Balken gemacht, nur bestehen die Balken anscheinend aus mehreren Teilen. Genau, du siehst es da. Also im Prinzip werden diese Einzelteile gefräst und dann zusammengesetzt. Und das ist sozusagen die Grundform, wenn du das Haus von vorne anschaust. Genau. Und durch diese Einzelteile und auch der Zusammenbau ist auch so eine Sache, die habe ich gar nicht erwähnt. Es wird nicht verschraubt oder verleimt oder ähnliches, sondern durch, es heißt Joints. Das sind quasi Holz in Holz verkeilt. Als Beispiel sind diese Tempelanlagen in China. Vielleicht kennt ihr die uralt, schon ewig Jahre andauern. Die sind mit dem gleichen Prinzip quasi aufgebaut. Natürlich ist es ein bisschen abgewandelt, aber das ist das gleiche Prinzip eben. Musa, wenn ich das doch richtig sehe, suchst du auch noch Mitstreiter, oder? Ja, genau. Also im Moment sind wir eine, ich sag mal, überschaubare Truppe. Aber mich würde es sehr freuen, wenn auch im Nachgang jeder, der sich für dieses Thema interessiert oder auch Fragen hat oder ähnliches, sich gerne auch bei mir melden kann. Ich beantworte jede Frage gern. Wir haben, wie schon gesagt, auch auf Facebook eine Page. Wir haben auch eine Meetup-Gruppe von knapp 100 Personen. Aber
ehrlich gesagt, mir reicht es nicht. Von daher würde ich mich sehr freuen, wenn jeder von euch einen kleinen Beitrag leisten kann und eben sich bei mir melden kann, um zu schauen, was man da quasi weiterentwickeln kann. Ja, und da geht es natürlich wahrscheinlich nicht nur um Menschen, sondern vielleicht auch um Möglichkeiten, ja. Weil das Erste, was ihr ja bräuchtet, wäre eine Fräse. Im Prinzip schon. Also ich habe jetzt zum Beispiel auch ein Stipendium, um bei dem Makerspace in Garching eventuell die CNC-Maschine zu benutzen. Also theoretisch ist es möglich, dass wenn ich jetzt nach Hause gehe, könnte ich quasi anfangen, so ein Haus zu bauen. Aber damit ist es natürlich nicht gemacht. Es kommen eben auch die rechtlichen Probleme dazu, beziehungsweise Fragen, die beantwortet werden wollen. Und genau, aber grundsätzlich auch eine Fräse, wenn jemand die zur Verfügung hat, in der Größe, die ich gezeigt habe, wäre super, könnte mich auch unterstützen. Also wir freuen uns, dass du als Vertreter von WikiHouse hier einfach auch mitmachst, weil ja, es geht ja hier insgesamt ums Selbermachen und selber einen Wohnraum schaffen. Ich glaube, das ist für nicht nur für die Menschen, sondern für jedes Lebewesen eins der Grundbedürfnisse, die wir haben. Und das ist einfach ein tolles Thema. Sind denn noch Fragen? Schau ins Publikum. Ich glaube eher nicht. Dann vielen Dank, dass du heute dabei warst. Gerne. Und uns Gerne. Dann die Einführung gegeben hast. Danke.